Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Derail Valley. Ich will gar keine Zeit verlieren. Ich will einfach mit euch jetzt losfahren. Und das machen wir. Wir gucken, dass wir hier schnell aus dem Bahnhof kommen. Wir haben leere leere Waggons, die nach der Coal Mine müssen. Oder zur Coal Mine. Und wir müssen ja gucken, dass wir jetzt ein bisschen Geld kriegen, damit wir uns mal neue Anhänger kaufen können oder so, ne? Bisschen hier mit rumspielen. Ja, gucken wir mal, dass wir da jetzt schnell ankommen. Soll natürlich nur nicht zu schnell aus dem Bahnhof jetzt. Aber 30 geht immer. Die Waggons sind zum Glück leer. Das merkt man direkt am Anzug. So, dann lass uns mal hier fahren und ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Wenn mich nicht alles täuscht, können wir mit 80... Aber da kommt direkt eine... Doch, 80 kommt da. Also, wir haben zwar viele Pannen gehabt, halten wir das mal fest, in der ganzen Reihe hier. Viele Pannen gehabt, aber wir haben bis jetzt noch keine Entgleisung gehabt. Na, Gott sei Dank. So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ist das 90 oder 50? Ah, 90. Ich glaube, das ist die High-Speed-Strecke, ne? War das nicht die High-Speed-Strecke? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das wäre die High-Speed-Strecke, die man hier richtig stacheln kann. Auf jeden Fall ein harter Tag für uns, Jungs. Warum gehen wir jetzt vom Speed nicht höher, obwohl ich die RPM deutlich erhöht habe? Ah, jetzt. Aber das zieht natürlich dann wieder viel Diesel, ne? Und das will man nicht immer. Das ist 90.
Man hat hier schnell mal eine Entgleisung. Also man sollte immer vorsichtig fahren. Oh, da leckt es aber gerade ein bisschen. Schön hier. Die Kohlemine. Wie gesagt, wir waren auch noch nicht da. Heute Premiere. Erste Mal, dass wir zur Kohlemine fahren. Dann können wir bestimmt auch oben was von der Kohlemine mit wieder zurücknehmen. Sprit und so haben wir genug drin. So, da war 50 und da kommt sogar 120. Der Weichen, man hat uns wenigstens alles gestellt. So, da kommt nochmal 50. Also das ist auch ein blödes Schild, ne? 80 und dann direkt 50. Da bist du aber gekniffen, wenn du nur das erste siehst. Aber wir können mit 70 weiterfahren, okay. Also manchmal sind die Schilder ein bisschen komisch. Und das finde ich auch ein bisschen noch der Nachteil vom ETS, ne? Wo wir jetzt einmal dabei sind. Also du hast da einen Autobahnabschnitt, das ist 80 und noch keine 20 Meter hinterher kommt denn 40 oder so. Das ist hier auch so. Sowas macht keinen Spaß. Weil wie schnell sollst du denn, wenn du voll beladen bist, anhalten? Hier der große Stausee, ne? Wir waren hier schon lange nicht mehr. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir den Streckenabschnitt überhaupt schon mal gefahren sind. Dann wie gesagt, aber die Kohlemine, waren wir schon mal bei der... Ich meine, wir wären noch nie bei der Kohlemine gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, Kohlemine, nein.
Und natürlich sehen wir von hier jetzt nichts von dem Stausee, ne? Gut, dass wir gebremst haben, ne? So mal eben entgleisen ist uncool. Aber ich wiederhole nochmal, wir haben viele Pannen gehabt, viele dumme Missgeschicke, aber entgleist sind wir noch nicht in Derail Valley. Wenn das mal nichts heißt. Das ist doch eine 1A-Bewerbung für die Deutsche Bahn, oder? Als Lokomotivführer. Ja, die würden mich alle Schleichpeter nennen, glaube ich. Weil ich so langsam fahre und so vorsichtig. So, wir müssten jetzt gleich an der Kohlemine sein, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Wieso war jetzt hier 40 und jetzt kommt hier wieder 80? Man sollte es nicht verstehen. So, ist das jetzt hier schon die Kohlemine? Nee, ne? Aber es geht hier bergauf, merke ich gerade. Hängt auf jeden Fall ziemlich weit in den Bergen, aber ist ja auch logisch für eine Kohlemine, ne? So, hier sollten wir jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt geht es hier bergab. Wir sind zwar leer, aber seht ihr das, was da jetzt kommt? Da kommen jetzt so laufend 40 und so ein Mist. So, das nochmal 40. Ist das jetzt für uns gedacht? Für die Kohlemine oder? Da müssen wir mal schauen. Für uns ist 90, okay. Dann geht es direkt wieder auf 80. Unglaublich. Aber wir bringen denen jetzt die Hänger eben, damit die da weiter schürfen können. Hier einmal runterspringen. Ui. Das möchte aber auch keiner. Also ich glaube, wir können da aber nicht tanken an der Kohlemine. Ne?
Das heißt, wir haben da nichts, was wir machen könnten. Das ist natürlich blöd. Ist aber auch eine lange Fahrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Na, hier geht's bergauf mit 60. Wir gehen mal einen runter, bis dass wir vom Berg abgebremst worden sind. Denn hier wird es einem anders, wenn es mal eben hier bergab geht. Schon wieder 60, denn da muss man höllisch aufpassen. Ist ein Stückchen bis zur Mine, also wir sollten hier nicht wirklich meinen, wir sind ruckzuck da, ne? Mal Sound im Tunnel testen. Na, geht so. Mit 100 durch die Berge tacheln, ja. Die wollen nur, dass wir hier entgleisen, ne? Da hinten kommt schon wieder eine 70 oder so. Deswegen, wir bleiben schön gemütlich bei unserer 60. Obwohl hier ist die ganze Zeit 80, ne? Da kommt die 60, Sascha. Wir sind unter 60, das ist schon mal gut. Ich könnte mir hier oben auch so ein Holzfällerlager vorstellen. Holz haben wir noch nicht gefahren, ne? Holz haben wir noch nicht und Kohle haben wir noch nicht gefahren. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. So, jetzt solltest du langsam irgendwie mal abbiegen zur Kohlemine, oder? Wir müssen links. Warum zur Hölle jetzt 50? Okay, weil wir jetzt hier auf ein anderes Gleis draufkommen. Also manchmal ist das schon ein bisschen komisch, ne? Aber nur manchmal. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Gas geben.
Ne, hier sind wir definitiv noch nicht gewesen. Waren, glaube ich, mal bei der Rettungsaktion Wasservogel hier oben, ne? Kann das sein, dass ich mal hier gewesen bin? Aber da war ich, da bin ich zu Fuß hier gewesen. Ich bin mir sicher. Schon etliche Kilometer hier auf dem Bock drauf, ne? So, es geht bergab. Wie auf dem Rollercoaster jetzt. Wie er drückt und drückt und drückt. Hier ist so ein schöner Wasserfall, ne? Das ist aber jetzt ein Hochgeschwindigkeitsabschnitt hier, oder? Wie sehe ich das? Wow, unter 50, wow. Ja, hier soll man wahrscheinlich entgleisen, ne? Hier war gerade 50 und dann kommt 110. Aber es ging noch mal gut. Aber ich falle auf den Trick nicht noch mal rein. Wir fahren jetzt hier im Reises, im Cruise-Modus. Und dann passt er. Wieder 80. So, da hinten ist die Kohlemine, Gott sei Dank. Ich hätte gedacht, das hört jetzt gar nicht mehr auf. Also das ist doch schon ein gutes Stück, was wir jetzt gefahren sind, ne? So, wir müssen nach... Habe ich wieder nicht geguckt. Wo ist mein Auftrag? Ankoppel C3S. Müsste das schon sein hier, ne? Ja.
Ich muss gleich erstmal gucken, wo ich denn hier abgeben kann, die Sachen. Ich koppel den mal hier ab. So, wo können wir denn... Oh, hier stehen wieder Bagger, ne? Da haben wir ja auch so eine komische Erinnerung dran an die Bagger. So, wo können wir unseren Auftrag abgeben? Ist das jetzt hier das Häuschen schon? Nee. Wo bist du? Oder wo kann man hier abgeben? Wo lebt der Kalle rum hier? Hä, wo kann man hier generell abgeben? Die Aufträge? Oder wo steht der Jobautomat? Fahren wir hier oben. Oder gehen wir mal hier oben gucken. Da hinten, ne? Da. Das ist das Häuschen. So, dann einmal bitte den Dingens abgeben. Sehr gut. Haben wir sogar mal mit Time-Bonus geschafft. Ja, mit Time-Bonus. Das heißt, wir haben bekommen... ja, 27.000. Damit kann man leben, aber die werden wir jetzt auch direkt ganz schnell wieder los. Indem wir nämlich wieder die scheiß Fees bezahlen. Und guck mal, das verstehe ich nicht, wie teuer das ist. Wir haben 27.000 bekommen und 17 müssen wir bezahlen. Also uns bleibt nicht viel unterm Strich, ne? Wir sind halt eine arme Kirschenmaus. So, dann confirm das mal. Da, und damit war es das wieder. Und dann können wir gucken, was wir hier für eine Rücktour mitnehmen können. Logistikhaul will ich nicht. Was haben wir denn hier? Zu Stahlmine, da wo wir gerade herkamen. Ja. Warte mal, aber es sind zwei, ne? Das... Der... Ach, Mann. Und der soll auch zur Stahlmine. Aber das sind 800 Tonnen und 400 Tonnen. Das wären 1200 Tonnen. Ich glaube, da nehmen wir nur den hier mit. Weil alles andere macht keinen Sinn. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye-bye.